In diesem Video möchte ich wieder über ein paar extrem coole Features sprechen, die der Entwickler Alex Massey für sein kommendes Projekt Paralives in den letzten Wochen gezeigt hat. Falls ihr Paralives nicht kennt, dieses Spiel soll ebenfalls eine größere Lebenssimulation werden, die aktuell auf das Bauen von Häusern ausgerichtet ist, später aber auch das Steuern von Figuren ähnlich zu den Sims beinhalten soll. Sehr beeindruckend wird hier gezeigt, wie das Festlegen der Grundstücke aussieht. Ganz freihändig können hier Bereiche gesetzt werden, in denen später Platz für eigene Häuser ist. Schaut euch weiter diese Objektoption an. Durch das Ziehen des Bettes kann dieses komplett frei in der Breite angepasst werden. Wenn man dieses in der Höhe anpasst, verwandelt sich dieses in ein Hochbett. Wirklich beeindruckend. Diese detaillierten Optionen lassen sich scheinbar aber ebenfalls noch an anderen Stellen finden. Wie hier kann der Schreibtisch horizontal gespiegelt werden. Weiter wird darauf ein kleines Regal platziert und in der Form angepasst, damit hier genügend Platz für weitere Bildschirme da ist. Ein weiteres tolles Detail ist neben der animierten Uhr auch die in der Höhe anpassbaren Lampen, wie hier zu sehen. Insgesamt scheint alles krass flexibel und formbar zu sein, wovon wir derzeit in The Sims 4 nur träumen können. Ob und wann wir von Paralives noch mehr Informationen wie ein möglicher Release und den Preis erfahren werden, ist derzeit noch unklar. Auch bin ich gespannt, ob es den geplanten Lebenssimulation-Aspekt wirklich ins Spiel schaffen wird, von dem man derzeit noch nichts gesehen hat. Was denkt ihr über die neuen Baufeatures des Paralives-Spiels? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.